Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Alice Madness Returns. Und ich habe eine neue Nachricht für euch. Also ich muss halt echt sagen, riesiger blöder Fail. Ich spiele ja im Albtraummodus weiter, ne? Und habe herausgefunden, dass die Waffen nur bis zur Stufe 4 verbessert werden können. Und danach nicht mehr. Und das heißt, wir haben unsere Münzen für nichts gespart, denn wir hätten ja einfach weitermachen können. Münzen, meine ich natürlich Zähne. Komm, stecken Fett gleich nochmal. Wir wollen das mega Porno stecken. Mit Horn, Alter. Einhorn stecken Fett. So, die Pfeffermühle benutze ich öfter. 2 und 3. Sieht schon nice aus. Wir haben sogar noch 800 übrig. Das heißt, wir könnten können sogar die noch weitermachen. Aber, ich mag die T-Kanone gar nicht. Das heißt, ich werde die weglassen und werde hoffen, dass das nächste, was wir kriegen, mega geil wird. Jetzt mal kurz gucken. Die lässt so schwarze Linien in der Luft stehen. Und der hier. Alter, was ein Punch. So mit dem Horn so BAM in your face. Ja, wie geht's dem hier? Da können wir mega lang schießen, ist ja Hammer. Geil! Gut, dann fangen wir mal das Kapitel 5 an. Das natürlich easy peasy werden wird, weil wir wissen ja genau, wie es geht, ne? Und so weiter. Wissen wir nicht. Okay. Warte, wenn ich es kaputt mache. Ach so. Ja, Lüge ganz, ganz schön drauf. Kann man auch falsch verstehen. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt schlecht getimed. Ja. Ja, ja. Okay, dann drehen wir noch mal kurz eine kleine Runde. Vielleicht ist da noch was, das wir dann sowieso hätten holen müssen, sollen, dürfen. Und so weiter. Da unten wartet der Tod. Da springen wir also nicht hin. Wir brauchen keine schwule Hilfe. Ah, Mann. Dieses Wort, eine schlechte Hilfe brauchen wir da nicht. So. Jetzt passt es eher. Denn jetzt kommen wir genau richtig hier drauf. Hier auch. Ich frag mich schon, also ich kann es kaum erwarten, die neuen Gegner zu sehen, ne? Es gibt ja in jedem Stage neue Gegner. Ah. Cool. Das geliebte Spielzeug intuitiv im richtigen Weg lang. Kinder auf den Erwachsenen. Objekte der Eitelkeit und Projektion, die man irgendwann wegwirft. Wie gesagt, ich freue mich auf neue Gegner und hoffe mal, dass die alten nicht ganz weggemacht werden. So, wo gehen wir lang? Ich nehme die Kurve. Normal übersieht man Kurven immer. Deswegen denke ich mal... Okay, lächelnde Alice. Lächelnde Creepy Alice. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier drauf, wo die 1 steht. Und dann gehen wir auf die 2. Aha! Uhu, noch einer. So, was gibt's hier? Ein Hebelchen. Einen netten Auge. Ja. Dann ab hier rein. Stimmt, wir hätten noch gucken können, ob da eine Schweinsnase ist. Aha. Wunderbar. War da nicht weg. Hier war es wohl umgekehrt, oder wir haben es einfach in einer anderen Reihenfolge gemacht. Naja, egal, Hauptsache wir kommen hier zum Ziel. Jetzt frage ich mich, ob wir da rein müssen. Ja, bestimmt, da ist ein Hebel. Gut, dann legen wir mal alle Hebel um. Schon creepy, die Dinger, ne? Da ist nichts mehr, gut. Ich habe echt... Also Leute, ich denke mal, ihr seid... gerade genauso ratlos wie ich.
Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Ihr habt genau so keinen Plan, wo wir hin müssen wie ich, ne? Hui! Entschuldigung, dass das jetzt in der Aufnahme war. Also, ohne. Ich habe vergessen zu muten. Kann man verstecken? Nee, kann man nicht. Und jetzt. So. Aha. Interessant. Machen wir ja alles kaputt, ne? Uiuiui. Was geht jetzt mit der Steuerung hier los? So, der da oben. Gar nichts. Weg ist leer. Oh, wie easy das ist. Ja, kannst nix. Ja, jetzt wollte ich den da oben. Aua! Ich hasse die Viecher da oben. Ich hasse es über alles. Könnte von mir aus gern aus dem Spiel rausgemacht werden. Ja, mach mir keine Faxen. Eh keine Schnitte gegen uns. Zack, zack. Vorne ausweichen. Auf. Natürlich in die richtige Richtung sollte man schlagen. Und weg. Gar keine Chance. Oh mein Gott. Die Labilen sind mehr als nur verrückt. Sie haben auch andere Seiten. Der Puppenmacher wird sie dessen berauben, was von ihren kranken Seelen noch übrig ist. Sie brauchen Hilfe. Ich weiß um den Schmerz. Ich würde helfen. Aber muss man dafür geistig gesund sein? Ein gewisses Maß schon. Du bist nicht verrückt genug, um abgelehnt zu werden. Du bist wie sie, irgendwie. Aber du bist nicht sie. Ich sollte nicht uns sagen, weil ich sie bin. Aber du gehst deinen Weg. Der Weg ist vorgezeichnet. Ich glaube, ich kenne diesen Weg. Und mir wäre wirklich lieber, ihn nicht weiterzugehen. Hierher, ihr Schwachköpfe. Reit mit euch. Nicht creepy. Nein. What the fuck? What the fuck? Gut, ich denk mal... What the fuck ist das denn? Keine Ahnung, was überhaupt was gezogen hat. Ja, das schon. Jetzt Defze. Ja, scheint ja mega easy zu sein. Ach, draufballern mit der T-Kanone. Alter, ey, voll. Alter. Ja, die geht immer mehr kaputt. Upsi, habe ich Zielen verschissen. Na? Gut, komm. Vorprallklinge. Macht gar nichts. Gut, gut, gut. Der hat gesessen.
Ah, kommt. Komm, komm. Fuck. So stelle ich mir aber kein Püppchen vor, ne? Richtig schlagen. Alter. Was ist das für ein Viech, ey, ernsthaft? Ja, gegen die müssen wir uns noch eine Taktik überlegen. Es geht gar nicht. Ja, genau, wo wir reingehen müssen. Alles klar, wundervoll. Genau, da wollen wir lang. Da können wir uns Leben holen. Hier können wir wieder noch ein wenig absahnen. Wortwörtlich. Ach ja, gut, da hinten geht's lang. Ja, da geht's lang. Von hier. Da hinten kam er her. Stimmt. Ah, da, das, sowas habe ich, sowas ähnliches habe ich gesucht. Ist da noch was? Nee. Ja, dann gucken wir mal hier lang. Stimmt, komm, irgendwo muss hier eine Erinnerung oder so rumhängen, also weißt du, so dumm in der Gegend hin. Was ist denn das da hinten? Das da. Gut, das ballert nicht. Fort Widerstand. Ja, ist klar, mit falsch geschrieben, wollte ich schon sagen. Oder habe ich gesagt. Da ist nix. Aber erstmal das hier. Ziemlich wichtig. Wir haben jetzt wieder noch mehr Leben. Das finde ich mega geil. Wir haben jetzt, zählen wir mal kurz, 14 Herzen. Rosenblätter. Rosen. Ach verdammt, jetzt habe ich vergessen, den letzten abzufangen. Mist. Geh mal lang. Oh, schon mal was Nettes. Vielleicht sind wir dann sogar in Fort Widerstand. Da, die Erinnerung, die wir gesucht haben. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Warum? Stehe ich nicht. Klärst du es mir? Froschweg. Was ich komisch finde. Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du es auch gehört. Was ich, wie gesagt, komisch finde, ist, dass ich mich an Puppen in dem Film Alice im Wunderland gar nicht erinnern kann. Naja. Ich habe das voll verplant. Es gibt bestimmt einen Puppenmacher da drin. Sonst wäre das ja irgendwie so frei heraus erfunden. Vielleicht ist er auch nicht im... Bam! Alle erwischt! Weg mit den Scheißviechern. Ah, da ist noch einer. Ja, den hat Scheiße erwischt, wa? Du hast nämlich auch nur Pech gehabt. Und das heißt, wir können hier... Nee, da ging's zurück. Nicht mal auf den Tisch können wir uns stellen. Ach, da hoch, okay. So, ja. Ah, okay, deswegen. Hab mich schon gewundert, ne? Ihr sicher auch.